Hallo zusammen, ich hatte mal vor jetzt momentan 11 Tagen mal eine kleine Umfrage gegeben, ob ich mal euch mal die Signale, also HV, KS, SK, HL und weitere erklären soll. Und die Abstimmung, wie man sieht, ist eindeutig mit 10 Stimmen. Na gut, wenn ihr möchtet gerne, dann fange ich mal an. Kurze Zusammenfassung und Hergang der HV-Signale. Das HV-System wurde spätestens im 19. Jahrhundert in Deutschland eingeführt und bestand ursprünglich aus Funksignalen, die eventuell der Zustand der Gleise anzuzeigen. Mit dem Signalbruch von 1935 wurden die Lichtsignale eingeführt, die die Nachtzeichen der Funksignale darstellen und bessere Sicht boten. Die Lichtsignale haben die Funksignale größtenteils verdrängt und sind heute ein individueller Bestandteil des deutschen Eisenbahnsystems. Ach übrigens, das gilt übrigens auch für allgemein alle Signalsysteme. Es gibt einen regulären Bremsweg, wie man hier aufgebildet ist. Vor Ankündigung sind die drei Balken als erstes in 75 und 75 dann 100 Meter Abstand. Die sind die Vorankündigungssignale, kurz NE3. Die das ein Vorsignal ankündigen. Dies kann natürlich abweichen, aber im normalen Fall immer so. Dann kommt das natürlich Haupt das Vorsignal, welche ist eigentlich immer egal, ist immer das gleiche. Aber da ist ein der 1000 Hertz Magnet und das muss man quittieren, dann bekommt man einen Zwangsmeldung. Die Entfernung zwischen einem Vorsignal und einem Hauptsignal ist grundsätzlich im normalen Fall ohne besondere Einschränkung 1000 Meter. Also ungefähr 1 Kilometer. Das kann natürlich abweichen nach welcher Geschwindigkeitslage. Aber im normalen Fall 1 Kilometer. Die orange Bereich markiert hier die Stelle, wo noch Bremswegreserve ist. Für wenn es kritischer Zeitpunkt ist oder bei erhöhter Geschwindigkeit ist dort noch eine so an der 500 Hertz Magnet, dann wenn man dann zu schnell ist, dass man dann dort gezwangsbremst wird. Falls das doch nicht klappt, ist der rote Bereich noch der Rutschweg, der uns muss, besonders bei gefährlichen Stellen oder bei erhöhten Geschwindigkeit, ein lang, mindestens 200 bis 500, ich glaube, das war, nee, 300 Meter lang sein, um sicher zu wissen, dass kein Gefahrenort nicht kommt und nichts Gefahr passiert. Natürlich gibt es dann auch Abweichungen oder noch Extras, aber mehr dazu kommen wir später noch weiter. Kommen wir jetzt zum eigentlichen Thema und fangen an mit den alten Formsignalen. Kommen wir zum ersten Mast. VR0, Halt erwarten. Erkennen wir an das runde Spiegelei und der Drehflügel zeigt nach unten. Das Hauptsignal sagt HP0 und erkennbar ist es an das waagerecht Halteflügel und der andere Flügel bleibt senkrecht. Das nächste Signalbegriff bedeutet VR1, Fahrt erwarten. Erkennbar, der runde Spiegelei ist aufgeklappt und somit unsichtbar. Das Hauptsignal sagt auch HP1, Fahrt. Erkennbar an den oberen Flügel, der auf 45 Grad nach oben geklappt ist. Und die letzte Bedeutung ist VR2, langsam Fahrt erwarten. Bekennt man an den gelben runden Spiegelei ist wieder und der drehbare Flügel ist auf 45 Grad nach rechts. Bedeutung: Geschwindigkeit auf 40 bzw. auf ZS3V, gekennzeichnete Geschwindigkeit runterfahren. Das Hauptsignal ist natürlich HP2, Langsamfahrt. Bezeichnung: Erkennt man natürlich an der zwei drehbaren Flügel, die jetzt in 45 Grad nach oben gedreht sind. Bedeutung: Natürlich
langsam fahrt. Gemäßigte Geschwindigkeit auf 40 bzw. mit ZS3 oder LS7 bekennzeichnete Geschwindigkeit fahren. Erlaubt. Kommen wir jetzt zur Lichtsignale und fangen wir an mit den klassischen normalen Signalen, dann die Kompaktsignale. VR0 Halt erwarten, erkennbar 2 gelbe Lichter. Und HP0 Halt, erkennbar 1 oder ehemalige HP00 Halt für Zug- und Rangierhalt 2 rote Lichter, was heute nicht mehr gibt, das HP00. VR1 Fahrt erwarten, erkennbar 2 grüne Lichter. Und HP1 Fahrt, erkennbar 1 grünes Licht. Und VR2 Langsam Fahrt erwarten, erkennbar 1 gelbes und 1 grünes Licht. Dazu noch HP2 Langsam Fahrt, erkennbar 1 gelbes und 1 grünes Licht. Bedeutung: Geschwindigkeit auf 40 bzw. mit Blech oder als Licht ZS3 bzw. auch ZS3V gekennzeichnete Geschwindigkeit fahren. Natürlich gibt es auch Signale, die Vor- und Hauptsignal in einem Maß einzahlt, das sind sogenannte Mehrabschnittssignale. Hier kurz und schneller Durchlauf. VR0 Halt erwarten und HP0 Halt. Das andere Vorsignal zeigt wegen deshalb nichts. VR1 Fahrt erwarten, HP1 Fahrt und VR0 Halt erwarten. VR1 Fahrt erwarten, HP1 Fahrt erwarten und das nächste VR1 Fahrt erwarten. VR1 Fahrt erwarten, HP1 Fahrt erwarten und VR2 Langsam Fahrt erwarten. Genau, das ist auch mit ZS3V. Langsamfahrt erwarten mit 60 und Langsamfahrt und Halt erwarten für nächste Signal. Gelegentlich auch mit ZS3V und ZS2. Langsamfahrt erwarten mit 60 und Langsamfahrt mit 60 und Fahrt erwarten. Und Langsamfahrt erwarten mit 60 mit Langsamfahrt und mit Langsamfahrt erwarten. Gelegentlich auch mit ZS3V und ZS3. Und natürlich auch mit ZS3V. Jetzt kommen wir kurz schnell zu ein paar Sonderheiten, die das Signal noch zeigen kann. Ein normales Hauptsignal von HV kann nicht nur HP0123 zeigen, sondern auch folgende andere Sachen. Hier werden die möglichen aller Möglichkeiten erklärt und gezeigt. HP0 plus SH1. Zugfahrverbot, Rang 4 Verbot aufgehoben. Dieses Signal darf bei Rangierfahrt vorbeigefahren werden. ZS1 Ersatzsignal. Dieses gestörte Hauptsignal darf ohne schriftlichen Befehl vorbeigefahren werden. ZS8 Gegengleis Ersatzsignal. Dieses Signal darf der Lokführer vorbeifahren und ohne Schriftenbefehl auch ins Gegengleis fahren. Dieses Signal wird heute eigentlich normalerweise nicht mehr genutzt. Kann man trotzdem vereinzelt selten in der ehemaligen Reisbahngebiet sehen. Kennlicht. Bei diesem Signal darf der Lokführer ohne bestimmte Sachen vorbeifahren, weil das dieses Signal für ihn nicht gültig ist. Kann man auch beim Formsignal sehen. Übrigens beim unbeschichteten Stellen, zum Beispiel eine Kurve oder beim Blockieren des Hauptsignals kann man auch den Vorsignalwiederholer sehen. Erkennt man an dem weißen Licht ohne Tafel, vorgesicherte Tafel.
Und zum guten Letzt das Vorsichtssignal ZS7. Der Lokführer darf an diesem Signal vorbeifahren, muss aber Fahrtaufsicht bis zum nächsten Signal oder bis zum bestimmten Haltplatz des Zuges fahren. Also, maximal nur 40 km/h. So, guter Letzt zeige ich euch schnell noch die Kompaktsignale. Die Signale wurden speziell für die Strecke Hannover-Würzburg und Mannheim-Stuttgart gebaut und für nur an der sogenannten Schnellfahrstrecke zu machen. Hier nochmal schnell durchlüft, die sind eigentlich alle gleich. HP0, Einfahrsignal. HP1, Einfahrsignal. HP2, aus, Einfahrsignal. ZS7, Einfahrsignal. ZS1, Einfahrsignal. ZS8, Einfahrsignal. SH1, Einfahrsignal. Kennlicht, Einfahrsignal. Ausfahrsignal, HP0. Ausfahrsignal, HP1. Ausfahrsignal, HP2. Ausfahrsignal, Kennlicht. Zwischensignal. Kaum Unterschied, Zwischensignal. Und Blocksignal. Das wäre jetzt alles gewesen. So, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Lasst bitte gerne ein Abo und Like da, das freut mich wirklich. Hat Abo besonders ein dieses Zeichen und eine Gestalt dieser Signale. Er würde gut, dass ich für Apple nutze, aber sonst wird es Hand fallen. Ich danke mich fürs Zuschauen. Bis wir sehen uns damit nächstes Mal wieder. Falls euch irgendwas noch ist, auch gefallen, schreibt bitte gerne auch mal Kommentare, ob es gefällt und ob mir wisst oder auch meiner Signale von mir stimmt. Dann bis zum nächsten Mal. Schaut gerne auf der WhatsApp-Gruppe vorbei. Bis dann und ciao, ciao.